Jetzt könnte es aber funktionieren. Ah, wir haben das goldene Händchen. Wir haben das goldene Händchen. Vielleicht das goldene Händchen. Hier geht's auch noch nicht. Ich will das jetzt hier richtig haben. Ich will's jetzt hier richtig haben. Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen nervig ist. Funktioniert doch. Wunderbar. Hier ist wieder ein bisschen tiefer. Haken, 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 Haken. Das ist zu viel. Ja. Ist schon qualitativ eine gute Hake. Ne, hier ist Erde. Das ist ja Kacke hier mit Erde. Erde will ich nicht. Hier ist zu viel. Das kriegen wir auch nicht weg, oder? Doch. Kriegen wir weg. Da, 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 da. Wir haken, wir haken. Und wir haken die Erde wieder auf. Ich glaube, wir müssen hier nachher doch noch so ein bisschen... Also, ganz schön ist es noch nicht, oder? Obwohl, hier wird es jetzt besser. Nice. Nice, nice, nice. Da auch noch. Jawohl. Hier fehlt noch ein bisschen Kies, ne? Die Frage ist... Also, wie ich eben angedeutet habe, muss das überall sein. Das ist halt schon die Frage, ne? Ich mache nochmal so. Ja. Einmal noch, einmal noch, einmal noch. Nanu? Willst du jetzt wohl? Ja. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass das überall wunderschön ist. Naja, eigentlich habe ich den Anspruch doch ein bisschen, glaube ich. Du siehst auch, ich gebe ja auch keine Ruhe, bis das hier erledigt ist. Ich bin ein unruhiger Geselle. Ich will das jetzt hier richtig, 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 richtig schön haben. Für unsere Verhältnisse schön. Für einen Anfänger schön. So, was ist hier? Setzen wir hier nochmal einen hin. Bisschen runter mit dem Zeugs. Also finde ich, das haben die total gut gelöst in diesem Spiel, wie herrlich man diesen Kies hier auch mit der Hake bearbeiten kann. So, ich würde sagen, das reicht jetzt. Hier ist noch ein bisschen Erde. Das können wir hinterher noch schöner machen. Aber wir machen jetzt mal mit den Zylindern weiter. Ganz kurz allerdings. Oh, cool. Die Kürbisse könnten fertig sein. Alles wächst, alles gedeiht. Der Ofen gibt sein letztes. Was haben wir denn noch hier? Kupfer, Kupfer, Kupfer. Wollen wir Kupfer nehmen oder wollen wir doch Eisen nehmen? Eisen haben wir gar nicht mehr so viel, ne? 16, Moment. Das letzte Eisen, was wir jetzt haben, verbraten wir auch noch rein. Das war's. Der Rest wird mit Kupfer aufgefüllt. Und weiter. Schon wieder dunkel. Können wir schon schlafen? Ich würde jetzt gerne bei Tag weiterarbeiten. Vor allen Dingen siehst du dann auch mehr. Wenn wir das bei Tag machen, mit der Spitzhacke ins Bett. Gute Nacht. Oh, mein Gott, ja. So, und weiter geht's. Und weiter, und weiter, und weiter, ja. Okay. 16. Wir haben gar nicht mehr so viele, ne? Haben wir so viele schon verbraten von diesen Zylindern? Kann ja fast gar nicht sein. Dann müssen wir ja tatsächlich wieder an unsere... Das sieht doch total schön aus, oder? Gefällt mir gut. Ich glaube, das kann man so lassen, würde ich sagen. So, den Rest verbraten wir jetzt. Und wir gehen wieder rein und stellen erstmal richtig viele von den Dingern her. Ich kann wieder nicht einschätzen, wie viel wir brauchen. 150 haben wir jetzt. Wahrscheinlich viel zu viel. Ja,
Ja, viel zu viel. Aber macht ja nichts. Ist ja egal. Die sind so schön, die können wir auch an anderen Stellen noch verwenden. 10 haben wir schon wieder verbraten von den 150. Da guckt der Kies ein bisschen drüber. Gehört alles zu Schönheits... Schönheits-OP. Schönheitsreparatur meine ich natürlich. Hier auch. Überall guckt er ein bisschen drüber. Ja. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Allerdings kann man mit der Hake nichts mehr ausrichten. Jetzt geht nur noch die Hacke kann da helfen. Komm schon jetzt. Irgendwie liegt das hier alles sehr tief. Hier ist nur Erde. Alles freihaken. Ja, schön. Da auch noch. Mal zwischendurch so ein bisschen Schönheitsarbeiten machen. Und diese Schönheitsarbeiten sind halt auch eine Daueraufgabe des Spiels. Da hackt man nein. So. Ah, irgendwie. Irgendwie ist mir das ganze Ding hier zu hoch. Das ganze Erdreich. Also wenn wir hier real leben würden, hätten wir wahrscheinlich Wasserprobleme. Weil das ganze Wasser vom Berg hier runterfließt. Wenn es denn nicht versickert. Das machen wir erstmal ein bisschen weg hier. Wie gesagt, diese Ecke lassen wir so. Da machen wir nichts. Ein bisschen Kies zum Auffüllen. Wo haben wir den Kies? So, da haben wir ihn schnell getauscht und aufgefüllt an dieser Ecke. Hier war auch noch ein bisschen sehr viel Erde. Müssen wir mal gucken. Warte mal, wo war die Erde jetzt? Da. So, da noch ein bisschen Kies, da noch ein bisschen Kies. Und mit der Hake verteilen, dann sind wir hier auch fertig. Erledigt. Da. Hier haben wir noch gar nicht. Auch hier müssen wir natürlich noch lang. Jawohl. Sehr schön. So langsam wird es hier gemütlich, ne? So ganz langsam. Langsam, aber sicher. Wird es hier tatsächlich gemütlich. So, ein paar Kartoffeln gegessen, haben wir auch wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Komm, wir essen jetzt alle auf. Rohe Kartoffeln. Mit dem Grill würde ich das natürlich gerne auch nochmal ausprobieren, ob man rohe Kartoffeln auf den Grill schmeißen kann, aber das werden wir alles noch sehen. Jetzt haben wir noch etwas Mais, aber jetzt geht es an die Herstellung eines Grills. Ich gucke jetzt gerade mal, ich glaube, es war die normale Werkbank. Verschiedenes, kann das so Verschiedenes sein? Mülleimer, Mülltonne, Blaupause, Grill. Ich glaube, an der Sägebank kann man auch einen Grill herstellen. Smoker, Grillrost. Wollen wir einfach mal so einen normalen Grill herstellen, den finde ich irgendwie ganz cool. Eisenplatte, Eisenstab. Eisenplatte, Eisenstab brauchen wir. Ich könnte jetzt nach oben gehen und gucken, aber ich glaube, das möchte ich gar nicht. Was braucht man denn hierfür? 12 mal Eisenplatte, 16 mal Eisenstab. Der Smoker sieht natürlich noch geiler aus irgendwie. Grillrost. Ah, ne, Grillrost ist mir jetzt zu... Lass uns mal den ganz normalen Grill machen. Eisenplatte, Eisenstab. Eisenplatte, Eisenstab. Wir haben ja Eisen genug dabei. Wir haben auch so schön viel Eisen gefunden in der letzten Zeit. Eisenplatte. Ein Eisenbarren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, 8 mal Eisenstab braucht man, ne? Kann das so sein? Eisenstab. 4 mal Eisenstab, 8 mal Eisenstab. Das müsste... 6 mal Eisenplatte brauchen wir. Okay. Hä? Wie viel habe ich denn hergestellt? Ach, nur 4. Ich brauche 6. Nicht nur 4.
Eisenplatte. Oh ja, jetzt gibt's unseren ersten Grill. Ich freue mich so. Ich... Was ist denn jetzt hier los? Jetzt aber. Ich war verwirrt. Egal, jetzt haben wir unseren Grill. Wir haben ihn. Wo stellen wir den denn mal hin? Oh, ist der schön. Oh, ist der schön. Oh, ist der schön. Wo stellen wir den denn mal hin? So. Ein bisschen schräg. Muss nicht so ganz gerade sein. Ah, wo ist denn unsere lauschige Ecke? Wo können wir denn grillen? Hier am Garten direkt? Oder auf dieser Seite? Also hier ist der Gemüsegarten. Ich glaube... Mir fällt die Entscheidung gerade schwer. Hier ist so ein bisschen der Arbeitsbereich im Moment noch. Ich habe irgendwie... Ich glaube, hier ist es besser, wenn wir den hier hinstellen. Unser Grill. Oh, sehr cool, sehr cool. Und jetzt habe ich denn noch ein bisschen Holz da. Ich gucke gerade mal. Wie war denn das mit den Möbeln und so weiter? Mit den Waffen, bla 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 bla. Werkbänke, Hilfsmittel, Leitern, Schilder, Gerüste. Werkzeuge, Hilfsmittel. Ich gucke jetzt gerade, wo wir Möbel herstellen können. Ich komme da gerade nicht drauf. Waffen. Medizin. Werkzeuge ist klar. Verschiedenes. Da ist aber nichts Möbeltechnisches dabei. Vielleicht... Nein, weißt du was? Das war die Sägebank. Sägebank. Damit können wir Sitze. Da haben wir das. Da haben wir noch was. Viermal Holz brauchen wir dafür. Da laufen wir jetzt erstmal nach oben. Ich will jetzt hier einen Tisch und Stühle herstellen, dass wir die jetzt erstmal gemütlich nach draußen stellen können. Ich weiß auch, dass wir in dieser Truhe noch Holz haben. Wir müssen ja nicht Neues herstellen, wenn wir noch was haben. Hier ist nämlich Holz. 16 mal Holz. Hier sind noch Holzplanken, die wir jetzt aber, glaube ich, erstmal nicht brauchen. Holz, Holz, Holz. Ansonsten, wie viel Holz haben wir? Ich glaube, da ist unser Holz drin. Ja, genau. Ich nehme ein bisschen was davon raus. Also Holz haben wir nicht ganz so viel. Aber ein wenig würde ich halt hier jetzt auch rausnehmen. So, das ist schon wieder alles geschmolzen. Raus damit. Wir kommen doch voran. Das ist doch was. Wir kommen doch voran. Das ist doch schön. Okay, was haben wir denn noch hier an Rohstoffen? Noch mehr Kupfererz. Weiter geht es. Wir brennen alles durch. So viel hat der Ofen noch nie gearbeitet wie jetzt. So. Holz brauchen wir jede Menge, glaube ich. Na, wir werden erstmal das, was wir jetzt haben. Wir nehmen erstmal das, was wir haben. Schöne Stühle sollen es sein. Sessel, oh geil. Aber nee, das ist was fürs Haus. Das ist nichts für draußen. Sessel, Couch, alles was für Gartenstuhl. Wollen wir Gartenstuhl nehmen oder normale Stühle? Ich glaube, Gartenstuhl ist besser. Bank ist auch nicht schlecht, aber da kann man sich nicht anlehnen. Ich bin immer so einer, ich lehne mich gerne an. Ich möchte es gerne gemütlich haben. Welche Stühle sind denn schön? Die passen doch zum Haus hier, diese Stühle. Ein bisschen dunkel sieht auch hochwertig aus, finde ich. Oh, rot. Rot ist doch schön, so rötlich. Rötlich schimmernd. Oder weiß, weiß ich auch nicht so richtig. Ich glaube, wir nehmen die. Weiße Gartenstühle kennt man, aber das hier, eins. Und noch einen zweiten für Besuch. Stuhl, 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 Tisch, Bank, Thron. Ey, das ist auch so heftig, dass ich mir einen Thron machen kann. Ich stelle mir auf dem Rasen irgendwo einen Thron hin. Strandkorb, obernice. Tisch, Tische, Tisch, 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 Gartentisch. Kleiner Gartentisch, Beistelltisch. Wollen wir einen großen Gartentisch machen oder einen kleinen Gartentisch? Ah, lass uns mal einen Beistelltisch. Oh, wir können so schön unser Haus einrichten. Oh mein Gott, ich habe gerade so viele Gedanken, was wir da machen können. Und dann Küche. Küche, Küche, Küche. Noch gar nicht gesehen. Super. Cool. Runder Tisch, Beistelltisch, Gartentisch klein. Komm, wir nehmen erstmal den kleinen Gartentisch. Natürlich auch in Rot. Das passt auch noch gerade mit dem Holz. Ohne, dass wir neu was herstellen müssen. Unser Grill steht hier. Tja, wo packen wir das jetzt alles hin? Erstmal den Tisch. Erstmal den Tisch. Wo kommt der hin? Mit dem Raster so ein bisschen arbeiten hier.
So, hier sind wir direkt am Haus. Da muss natürlich noch ein Stuhl hin. So, ein bisschen mehr Platz wäre schon nicht verkehrt. Schon ziemlich rot, das Ding, ne? Keine Ahnung, lass mal ausprobieren. Wir haben die Dinge jetzt hergestellt. Die wirken jetzt doch etwas rötlicher, als ich das mir so vorgestellt habe. So, einfach so ein bisschen hier am Eingang. Erstmal so. So ein bisschen wahllos. Warte mal, den Tisch können wir vielleicht sogar noch etwas anders stellen. Noch ein bisschen weiter hier vor. Ah ne, komm, gerade. Gerade ist dann doch irgendwie schöner. Gucken wir nochmal mit dem Raster, wie das da aussieht. Sehr gemütlich. So, du weißt, was jetzt kommt, ne? So, wie kann ich jetzt wieder aufstehen? Wieso geht das jetzt gerade nicht? Kann ich aufstehen? Hallo? Achso, mit Escape. Entschuldigung, habe ich lange nicht gemacht. Lange nicht gesessen. Lange nicht gesessen. Holz. Haha, so. Aber wie macht man den eigentlich an? An, ausmachen. Jetzt ist er an. Okay. Wir heizen schon mal vor.